Hallo meine lieben Steinböcke und herzlich willkommen zu eurer heutigen Legung, wo ich frage, wer oder was kommt jetzt in dein Leben? Um diese Frage zu beantworten, lassen wir natürlich als erstes mal ein paar Karten springen. Du, mein lieber Steinbock, spürst in dich hinein, ob ich hier deine Energie aufgreife oder nicht. Und wenn du direkt merkst, dass die Geschichte, die ich hier erzähle, gar nicht auf dein Leben passt, dann mach das Video bitte einfach aus und dann ist es für einen anderen Steinbock bestimmt. So. Wir gucken. Liebes Universum, ich hätte gerne eine Botschaft hier für meine Steinböcke. Wer oder was kommt jetzt auf dich zu? Der Magier, okay, den Magier können wir nicht alleine stehen lassen. Eine Karte noch hier zum Magier. Die sieben Kelche. Tagträume und Entscheidungen. Ich nehme hier immer sehr viel Fische-Energie wahr, sehr viel hohe Priesterin-Energie. Ist im Übrigen, Magier ist 1, hohe Priesterin ist 2. Okay, wir gucken mal. Also sieben Kelche ist auch Optionen. Gucken mal. Kann sein, dass relativ viel gerade in deinem Leben Gestalt annimmt und sich manifestiert und du jetzt so ein bisschen sieben Kelche mäßig die Spreu vom Weizen trennen musst. Was ist gut, was ist nicht gut? Wozu sage ich ja, wozu sage ich nein? In welcher Energie befinden sich meine Steinböcke gerade? Ja, okay, Entscheidungen, Ass der Schwerter. Ein paar Entscheidungen zu treffen. Oh, Ass der Münzen. Interessant, diese beiden Karten hatte ich gerade auch bei dem die Liebenden. Vielleicht kommen auf meine Schütze Steinböcke zu, ich weiß es nicht, denn genau diese beiden Karten hatte ich gerade bei der Energie von den Schützen auf der Seite. Die Liebenden, aber auch nochmal Entscheidungen. Drei Münzen. Okay, ich frage jetzt mal, wer oder was kommt auf meine Steinböcke zu? Wer oder was kommt auf meine Steinböcke zu? Wer oder was kommt auf meine Fische-Energie? Da ist die. Wow, meine Lieben. Nochmal Fische und nochmal Magier-Energie. Die gleiche Energie wie hier oben. Also wir haben hier Doppelzwillinge, Jungfrau, Fische-Energie. Ne? Das kann eins dieser Sternzeichen sein, das auf dich zukommt. Magier ist Merkur-Energie, also es kann Kommunikation sein. Acht Schwerter. Ein König der Kelche. Rat des Schicksals, zwei Kelche. Okay, meine Lieben. Die kann man auf gar keinen Fall zurücklegen mit dieser Fragestellung. Ich glaube, dass wir in der Liebeslegung sind, um ehrlich zu sein. Ich hätte jetzt gerne noch eine Karte hier zum Magier. Okay, ja, Kommunikation. Ich hätte gerne eine Karte zu den sieben Kelchen. Das Universum hat heute wieder Humor. Nochmal die sieben Kelche. Und da bist du, Königin der Münzen. Also, du hast die Wahl. Ja, du hast die Wahl. Meine lieben Steinböcke, ja, du hast die Wahl offensichtlich. Der Ball liegt in deinem Feld. Die Entscheidung liegt bei dir. In deiner Realität fange gerade an, Dinge Gestalt anzunehmen. Da melden sich Menschen, du lernst vielleicht auch neue Leute kennen. Vielleicht auch mit dem Bezug von den sechs Kelchen kommt jemand aus der Vergangenheit und hat dir was zu sagen. Und was ich dir raten kann mit der Hohen Priesterin ist, hör auf dein Bauchgefühl. Auf dein Bauchgefühl zu hören,
vielleicht auf wen deine Entscheidung fällt, ist das, was dich ja definitiv hier weiterbringen wird. Wieso habe ich das Gefühl, dass du wirklich gerade Optionen hast, die du dir auch anschauen sollst? Einer davon könnte der eine sein. This could be the one. Okay, einer davon ist das Rad des Schicksals, der König der Kelche, das Rad des Schicksals sind die zwei Kelche. Ich habe das Gefühl, du solltest nicht mit dem Kopf entscheiden, sondern wirklich, wirklich nach Gefühl. Ich hätte gerne einen Love Roll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier in der Liebe sind. Einen Love Roll mit Angels hier für meine Steinböcke. Calling in your soulmate. Ja, du ziehst jetzt deinen Seelengefährten herbei. Meine Lieben, und das ist genau das, was wir hier mit dem Magier haben. Was hast du manifestiert, mein lieber Steinbock? Was hast du manifestiert? Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie viele Personen da in deinem Leben sind oder da in dein Leben kommen, aber einer verkörpert das, was du manifestiert hast. Aber also entweder ist es jemand aus deiner Vergangenheit oder kann auch ein Seelengefährte sein, sechs Kelche, kann ein alter Schulfreund sein, ne? Kann in irgendeiner Art und Weise jemand sein, den du schon kennst, kann aber auch natürlich, ne? Wir haben hier zwei Asse, wir haben den Magier, der auch, ne, Nummer eins ist, zweimal, es kann eine ganz, ganz, ganz neue Person sein. Aber die löst bei dir irgendwie eine Acht-Schwerter-Energie aus. Es kann auch sein, beziehungsweise ich hätte gern eine Karte zu den Acht-Schwertern. Wer oder was kommt jetzt auf dich zu? Der Gehängte auf dem Kopf. Okay. Okay. Die zwei Stäbe. Ich hätte gerne noch eine Karte zum Ass der Münzen. Warum ich gerade so schmunzel oder so in mir bin, ist dieses, das ist nicht, wonach ich mich gesehnt habe. So ein bisschen, ne? So, das ist. Ich saß hier, du, mein lieber Steinbock, ich saß hier vor meinem Fenster und ich habe etwas manifestiert und es hat sich etwas gezeigt, das aber anders ausschaut. Das, wo irgendwie eine 180 Grad Energie drin ist. Okay. Ass der Münzen, der Ritter der Münzen. Drei Münzen, okay. Was hat Hupala? Interessant. Nichts passiert ohne Grund, meine Lieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf der Kamera drauf ist, aber hier ist eine Karte rausgefallen. Nicht für dich. Ehrlich gesagt, eine Karte, die ich auch gerade bei den Schützen hatte. Hier ist Jupiter-Energie. Keine Ahnung, ob du Schütze irgendwo in deinem Geburtshoroskop hast oder ob vielleicht die Person Schütze ist. Wobei wir haben hier auch andere Sternzeichen liegen, auf jeden Fall. Nicht für dich. Drei Münzen. Also ich sage es dir ganz ehrlich, du stehst vor einer Entscheidung. Zwei Stäbe sprechen auch nochmal davon. Es kommen Personen in dein Leben. Möglicherweise jemanden, den du kennst, möglicherweise jemand Neues und oder, ne, so. Und einer ist der Real Deal. Einer ist This could be the one. Jemand, wo wirklich gemeinsam, drei Münzen ist immer die Energie von gemeinsam was aufgebaut werden kann. Einer ist es nicht für dich. Auf eine Person ist nicht das, was du manifestiert hast. So, ich möchte jetzt mal eine Karte hierzu nicht für dich abklären.
Wie erkennst du, was nicht für dich ist? Es kann auch so sein, wie ich habe mir die ganze Zeit etwas gewünscht und dann kommt es, also ne, keine Ahnung, ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass irgendein Ex-Partner zurück in mein Leben kommt und dann kommt der und dann erkenne ich plötzlich, will ich gar nicht mehr oder ne, sowas. Schütze-Energie. Also für irgendjemanden spielt ein Schütze hier eine Rolle. Keine Ahnung. Oder Schütze-Energie. Was ist Schütze-Energie, wenn wir von Beziehungen reden? Flatterhaft, also ne, die negativen Attribute, um Gottes Willen, Schützen haben ganz, ganz tolle Attribute, aber Bindungsangst, Freiheitsliebe, keine Ahnung, so grundsätzliche Dinge wie Monogamie und Polygamie, ne, irgendwie sowas. Also ich habe schon das Gefühl, das, was nicht für dich bestimmt ist, ist irgendwie grundlegend anders. Und für irgendjemand ist es ein Schütze aus der Vergangenheit, der nicht für dich bestimmt ist. Vielleicht, ne, vielleicht ist es nur die Botschaft für einen Einzelnen. Aber das macht nichts, weil ich sehe auch was anderes. Ne? Ich sehe auch dieses Ass der Münzen. Und ich sehe dich, Königin der Münzen, die irgendwie die Wahl hat. Ne? Unter welchem Hütchen ist das Ass der Münzen? Einer meint es ernst. Einer ist the real deal. Und das zeigt ja nicht nur durch Worte, weil hier liegt viel Kommunikation, sondern Ritter der Münzen auch durch Taten. Der seinen Worten Taten folgen lässt. Der auf dich zugeht. Der Effort beweist. Also ne, der sich einfach Mühe gibt, dich zu beeindrucken. Der dich fragt, hey, hast du heute Zeit? Hey, ich habe für dich gekocht. Bla, bla, bla. Das ist der Real Deal. Und vielleicht ist es nicht der du gedacht hast. Oder vielleicht, ne, hier liegt irgendwie so ich weiß nicht, ob plötzlich, aber hier liegt so eine andere Sicht der Dinge, die du da plötzlich bekommst. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob plötzlich, aber eine andere Sicht der Dinge. Denn die acht Schwerter hier sagen ja, man verzerrt etwas ein bisschen. Und diese Verzerrung geht. Ne? Ich habe mir die ganze Zeit das gewünscht und jetzt bringt das Universum mir etwas, was ganz anders aussieht und ich erkenne, oh, das ist das, was ich eigentlich haben wollte. You know what I mean? Okay, liebe Steinböcke, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal eingehen möchte. Du hast die Wahl, so werde ich auch dieses Reading nennen, deswegen ich möchte mal wissen, was denn so deine Optionen sind, die du gerade hast. Ich kläre einfach mal zwei Optionen ab, aber vielleicht hast du ja auch 3, 4, 5, 6, 7, who knows. Auch dieses nicht für dich bestimmt und die Entscheidungen, die ich hier sehe. Wir haben drei Karten, die davon sprechen, dass du hier aufgerufen bist, Entscheidung zu treffen und eine Wahl zu treffen, damit, ne, damit eine Sache sich auch wundervoll entwickeln kann. Auch das klären wir noch ab und dann schauen wir einfach, wo die Reise im Extended hingeht. Genau, außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, findest du alles in der Infobox, was du dazu wissen musst. So, für die Steinböcke unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, du hast die Wahl. So heißt diese Legung und die solltest du auch treffen. Ass der Schwerter war deine erste Karte, die solltest du auch treffen. Ich habe das Gefühl, ne, this could be the one, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Beim Ass der Münzen kommt jetzt die ganze Zeit the real deal. Das Universum präsentiert dir unter diesen Optionen einen real deal. Eine Sache, die es wirklich ist. Und ich habe das Gefühl, dass du hier ganz stark auf dein Bauchgefühl hören solltest, auf dein Gefühl im Allgemeinen. Ne? Wie fühle ich mich mit jemandem? Nicht wie, was sind die logischen, rationalen Aspekte? Ah, der passt besser zu mir, der hat den besseren Job, bla bla bla. Ist alles scheißegal. Zählt alles gar nichts. Mit wem fühlst du dich wohler? Wer zeigt dir, er meint es ernst mit dir? Wer gibt dir Aufmerksamkeit? Wer spricht die Sprache des Wirs? Ne? So. Und
Das ist die Entscheidung, die du hier treffen darfst. Und ich habe das Gefühl, dass wenn du diese Entscheidung triffst, ne, wenn du dich für diese Person entscheidest, hast du hier definitiv eine sehr große Chance, dass sich das hier zu einer glücklichen Partnerschaft entwickelt. Also, auch witzig, ne? Hier zweimal der Magier, hier steht drauf, deine Gebete, deine Affirmationen und deine Visualisierungen helfen dir, diesen Partner herbeizuziehen. Also, wie soll ich sagen? Sei dir bewusst, was du manifestierst, weil vielleicht zeigt sich eben auch etwas, was dann tatsächlich in dein Leben kommt und du erkennst, das wollte ich gar nicht haben. Just saying. Genau, und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.